Moin zusammen, weiter geht's mit Hi-Rise City und es gab ein Update. Massive Performance-Verbesserung stand da drinne, ganz weit oben. Bin ich ja mal gespannt, ne? Ist ja schon einige Male abgeschmiert, weil das halt, ja, sich totgeruckelt hat, sag ich mal. Gut, wir müssen mal schauen, wo und wie wir weiterbauen. Weil die ganzen Level 5 Wolkenkratzer irgendwie noch so in alte Siedlungen reinschmuggeln, das passt optisch, glaube ich, nicht so. Müsste eigentlich auch mal wieder irgendwie ein Dörfchen machen oder irgendwas mit kleineren Häusern. Einfach fürs Auge ein bisschen hübsch bauen. Kommt natürlich nicht so viel bei rum, ne, als wenn man die großen bauen würde. Genau, wir hatten hier noch eine zweite Spedition gebaut. Da reduzieren wir mal auf. Ja, warte mal, ich mach mal wirklich nur hier so auf 35. Dass sie nicht so weite Strecken fahren da. Sondern sich hier mehr ums Holz kümmern, ne? Die ist auf 70. Ja, die bleibt auf 70. Wunderbar. Oh, hier. Traubenlasser. Okay, biegt ab. Okay, rein in die Weinkälterei, sehr gut. Okay, das läuft alles, ne? So, wir müssen jetzt langsam mal schauen, dass wir mit dem Kupfer irgendwie mal klarkommen, ne? Baumhafen, Baustelle, 77%. Guck mal, es geht doch vorwärts hier. Mal schauen. Ich glaube, diese Baudepot Schultes, genau, schlafen. Es fehlen 253 Büros, ja. Und hier unten fehlen nämlich ganz viele Angestellte, Arbeiter im Büroturm. Das heißt, wir müssen hier nochmal irgendwie Wohnung setzen. Ich war der Meinung, ich hatte hier sogar schon Wohnung gebaut auf der Ecke und dann ist das Spiel wieder abgeschmiert oder so. Schade, schade. Managerzone. Kriegen wir hier so weit dran? Warentransport. Wir machen mal wieder einen Warentransport. Einfach mal gucken, ob das Performance-Problem durch ist. Geht eigentlich. So, hier müssen wir wahrscheinlich schräg rechts. Ich bin echt froh, dass es hier kein Schadensmodell gibt, irgendwie. So, hier links, aber nicht umschmeißen die Kiste oder drehen wieder um 180 Grad. Genau, drehen um 180 Grad, nee, 360 Grad. Vorsicht, Vorsicht, nicht die Brücke runter, nicht die Brücke und... ja, es ist so viel dazu. Nee, komm, lass sein. Ja, zack, abbrechen. Die Kohle, die mache ich auch so, auf jeden Fall. Ich mache hier lieber nochmal so ein Komplex rein hier. Ja, Ziegel, ne? Mein lieber Scholli, Ziegel, Ziegel. Etwas kleinere Hochhäuserchen. Können wir auch hier bauen, ne? So, und dann schauen wir mal, wie es da aussieht. Bis auf Smartphones haben wir nämlich schon alles. Kapazität 1292.
660. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Büros aufgefüllt damit. Obwohl, warte mal. Ja, nee, okay, jetzt lassen wir es. Okay, gerade den äußersten Streifen doch nochmal wegnehmen. Das ist ein Einkaufszentrum, glaube ich, ne? Nee, Quatsch, das ist ein Gymnasium. Ziegel. Wäre so ein 3x3 Block oder? Ja, komm. 3x3. Na? Wie gespeichert oder aufgehängt? Das Spiel ist gespeichert. Okay, ich habe ja gerade schon wieder mit dem Crash gerechnet. 90 Grad Winkel, perfekt. Da kommen dann auf jeden Fall Hochhäuser rein. 16.000 mal Strom. Oh, schon wieder so ein Stromengpass. Ich hatte doch eigentlich noch so ein Offshore-Kraftwerk gebaut gehabt, ne? Gucken, Atom kann ich nicht. Das da müsste ich eigentlich mal drauf sparen, auf so ein Fusionskraftwerk. Aber bis ich mir das leisten kann, mache ich hier nochmal mit Offshore weiter. Prozent. Ja, jetzt müssen die den Strom haben. Das Ding müsste verschwenden hier oben, ne? Yes, weg. Sehr gut. So, weiter geht's, ja. Ziegel, ne? Ziegel, Ziegel. Und Kupfer. Aber ich mache echt drei Kreuze, wenn der Raumhafen endlich fertig ist, ja. 77% verfügbar. Warenausgang Beton. Ich weiß auch nicht, wo hier steht, wie viel gebraucht wird. Ach, guck mal, das ist alles fertig, ne? 67 Tonnen Kupfer von 1000, okay. Das braucht er natürlich. Schon wieder kein Strom mehr. Haben wir noch eins daran? Ja, ich glaube, diese stärkeren Industrien hier sind einfach sehr energieintensiv. Kupfermine, ja, ich kann da mal schauen, wie es aussieht. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, auch Möbelfabriken gebaut hier hinten. Spielwarenfabrik, Textilfabrik, genau. Möbel nicht, ne? Da hat mir auch Wohnung für gefehlt. Okay, gerade. Ingenieurszone, Mehrfamilienhaus, das ist jetzt die Frage, ne? Will ich da irgendwie Richtung größere Hütten oder Angestellten mache ich, glaube ich.
So. Wir müssen die Fabriken hier auf jeden Fall jetzt genug Arbeiter gleich rankriegen. Spielwarenfabrik, 75% nämlich nur. Mehr Familienhaus. Guck mal, und schon geht die Produktion von 75% hoch. Na, 60, 70, 172%. Ja, das reicht erstmal. Jetzt wieder zu wenig Arbeiter hier, oder was? Jetzt machen wir hier nochmal so ein Kloppi hin. Ah, schade, okay, vier kleinere Türmchen. Aber da kommen dann nochmal irgendwie 1600 Leute auf die Ecke. Der nächste Safe. Spiel gespeichert. Sehr gut. So, mach's Hochhaus fertig. Sehr gut. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall genug Arbeiter jetzt haben. Elektronikfabrik, ja. Ne? Ressourcen fehlen. Ressourcen fehlen. Ja, weil das Kupfer jetzt erstmal zum Raumhafen rüber geht. Kupfererz, guck mal. Klasse, 600. Können wir eigentlich nochmal eine Schmelze bauen? Wie viel haben wir denn davon? Kohle, nee. Wie komme ich denn dahin? Hier, genau. Zack. Elektronikfabrik, Elektronik. Halbleiter weg. Da ist Kupfer. Nur eine kleine Schmelze. Ja, dann kann hier noch eine Schmelze nehmen. Technologie, ja, perfekt. Planungsbüro auch. So, jetzt brauchen sie die Arbeiter. Die sind schon auf Null, jetzt müssen wir noch die Laster rankommen. Kohle haben sie, Kupfererz. So, jetzt geht aber die Produktion gleich los. Prozent. 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 130, 140, 150, klasse, immer weiter so, 156%, sehr gut. Brot geht runter, ne? Baumaterialien habe ich ja im Prinzip genug. Eisen, Stahl, Ziegel, Eier, Kuchen, Torten haben wir nicht. Hatte ich hier nicht ein Landstückchen noch zugekauft irgendwo? So, da kommt noch ein Büro. Nee, Quatsch, ein Wolkenkratzer rein, Wohnungs... Wolkenkratzer. 4800 Leute passen da dann rein. Geil. So, und da müsste ich auch mal wieder gucken. Nach Bushaltestellen, ne? Habe ich schon ewig nicht mehr. Aber guck mal, bis da hatte ich eigentlich das Netz. Wenn wir bis hier unten runterziehen. Und dann hier innerhalb dieses Bereichs irgendwie auch nochmal. Da haben wir eine Haltestelle. Beim Stadion, selbstverständlich. Ach, zu nah an die Kreuzung. Beim Einkaufszentrum. Ja, eigentlich würde ich gerne da auf der Seite irgendwie. Sonst hier bei der Schule.
Okay, cool. So, und dann machen wir die Zeit ein bisschen langsamer. Wie waren das jetzt noch? ÖPNV. Ach, stopp, stopp. Da muss ich allgemein mal reinschauen, ne? Auslastung. Ja, okay. 60%, das reicht eigentlich. Neue Station. Ist auf der Seite. Okay, dann halt hier lang. Ne, nochmal abbrechen. Ach, Buslinie 5 weg. Wir fangen hier hinten an, glaube ich. Hier hoch. Dorten. Dorten, hier rüber, darunter. Oh, daran. Hier ran. Ah, stopp, stopp. Die letzte Haltestelle, Brock. Kommt weg. Okay, schon wieder ein Save. Und die Speicherintervalle irgendwie verkürzt, ne? Spiel gespeichert. So, 3, 4 nehmen wir da auch. Ne, Quatsch, auch nur 3 Busse. Ach, guck mal, hier hinten haben wir auch keine Station, ne? Fährt rein in die Stadt. Da kannst du halten. Hier kannst du halten. Und dann geht es im Prinzip wieder zurück. Haltestelle. Haltestelle, ne? Okay, Bushaltestelle. Linie 6. Ich weiß, die Route ist gerade nicht schön, wie der da lang fährt. Und wieder zurück, ja. So, man kann natürlich auch Station da noch irgendwo zwischenschmeißen und dann mal gucken. Buslinie 6. Man kann da tatsächlich noch zwischen, ne? Okay, schon wieder kein Saft mehr. 17.000 Strom. Ja, wir bauen da tatsächlich noch eine Biogasanlage hin. Mittelgroßes Umspannwerk. Da, Biogas. So, dann ist er ja aber auch gleich mal gut. Ja, Technologiezentrum. Yes, perfekt. Planungsbüro, perfekt. Es fehlen 0 Arbeiter. Okay, 18.000, 36.000. Sehr gut. Und dürfte auch mit Strom jetzt erstmal wieder gut sein. Denke ich zumindest. So, dann fehlen hier oben ein paar Büros. Ja, jetzt geht es nämlich los mit den Schwierigkeiten. Hier, großes Büro. Könnten wir da tatsächlich bauen. So. Einen großen Büroturm setzen wir da noch mal zwischen. Gucken mal, was die draußen machen, ob dann so ein Wolkenkratzer hinkommt oder etwas Kleineres.
Ach was. Wohnraum 0. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, es wird auf Wohnraum angezeigt da drin. Nee. Ja, es passt eigentlich nicht in dieses Dörfliche hier, so ein Wolkenkratzer, ne? Gut. Langsam geht hier alles irgendwie ein bisschen runter, ne? Ich weiß nicht, ob es durchs Update ist jetzt. Aber ich könnte vom Ding her eigentlich mal sagen... Handelsmenü. Einkaufen, einkaufen. Wir verkaufen gar nichts mehr. Und gucken dann mal, wie es mit der Produktion aussieht. Ob die dann noch weiterhin rückläufig ist oder wieder vorwärts geht. Ziegel geht natürlich vorwärts. Fressen die Leute ja nicht. Aber Brot hier zum Beispiel, ne? Das ist auf jeden Fall rückläufig. Mehl auch. Kuchen, Torten. Ist jetzt die Frage. Nochmal Getreide hier unten rein. Wäre eigentlich nicht verkehrt. Da, Getreidefarm. Kollision, nö. Da, wir hätten aber hier irgendwo... Da, Landmaschinenfabrik. Naja, perfekt. Das heißt, hier auf die Ecke können wir auf jeden Fall... so was bauen. Dann haben wir eine Mühle. Und eine Konditorei, ne? Schon wieder ein Quick Save. Spiel gespeichert. Mühle, Konditorei, Brotbacken, Bäckerei. So. Gemüse, Obst. Können wir auch nochmal zwei Plantagen draus machen. Landmaschinenfabrik bis da oben tatsächlich. Weinkälterei, Stufe 2, 4212 mal Bier. Haben wir nicht genug. Hätte ich hier nicht meine Hühnerfarm drin? Gemüse, Getreide, Getreide. Nee. Pass mal auf, dann kommt da Obst rein. Kollision. Warum? Mit was? Essen. Obst. Bingo. So, darüber. Hanf. Achso, Hanf. Planungsbüro, ja, das passt auch. Gut, Obst, Gemüse können wir dann auch noch mal eine kleine Farm hier irgendwo hinsetzen. Feuerwehrwache hier zum Beispiel irgendwie. Möbelfabriken. Hatte ich nicht hier? Doch, hatte ich doch. Krass. Auch einfach viel zu viel von den Dingern. Gut, noch zwei Möbelfabriken. Textilien. Ach Gott, geht auch runter. Pipette, Textilien. Auch nochmal zwei.
Papiermühle. Können wir eigentlich auch noch mal irgendwie eine bauen. Die Fabrik, naja. Druckerei, können wir auch noch eine dazu setzen oder zwei. So, gerade. Und dort aus runter. Und dann kommen da nämlich noch mehr Möbelfabriken zwischen. Nochmal zwei. So, und dann muss es aber auch erstmal reichen hier. Kupfer geht immer noch hoch. Können wir nochmal eine Schmelze hier reinsetzen? Eine dritte. Gut, ansonsten haben wir alles. Spielzeug, Spielzeugfabrik geht auch hoch. Wasseranschluss? Ah, okay, ja, stimmt. Müssen wir natürlich machen. So, perfekt. Machen wir das Tempo wieder ein bisschen hoch. Auch wieder ganz viel Ziegel. Schon wieder ein Quick Save. Spiel gespeichert. So, und dann würde ich schon fast sagen, dann machen wir hier wieder eine kleine Pause. Gerade hier hoch. Und dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir gucken nochmal kurz nach Kupfer. 98 von 1000. Okay, ja, das muss jetzt erstmal anlaufen. Es fehlen 640 Arbeiter. Das war ein Büroturm hier unten, naja. Hier können wir auch auf jeden Fall Wohntürme langsetzen. Kein Glas mehr, ne? Ja. So, dann dürfte es gleich erledigt sein. Hiermit, wir haben ein paar hundert Leute zu wenig. Auslass 118%, Buslinie 6, guck mal. Kleiner Bus, ne? Genau, das können wir auch noch mal eben schauen. Kleiner Bus. Zurück. Buslinie 1, mittlerer. Buslinie 2, klein. Buslinie 3, auch ein kleiner Bus. Dann machen wir mal einen vierten rein. Buslinie 4 gibt es gar nicht. Auch ein kleiner Bus. Buslinie 6. Auch ein kleiner Bus. Da können wir sonst mal mittleren Bus reinschmeißen. Hier auch. Buslinie 3, mittlerer Bus. Buslinie 6 auch. Buslinie 0 kommt auch ein mittlerer hin. Ach komm, alle kriegen sie mittlere Busse.
So, fehlen 198 Büros. Ja, jetzt geht's da unten wieder weiter, ne? So, damit dürften die gleich genug Büros haben. 556. Kleinturm passen auch 556 hier, Büroturm Heinz. Ne, 70, meine ich doch. So, und hier hinten fehlen auch noch mal jetzt 100 Büros, ne? Gucken, was sie da anbauen. Kleiner. Okay, sehr gut. Noch mal ein letzter Blick in die Rohstoffe. Ja, im Prinzip erholt sich alles wieder, ne? Getreide vor allem, Mehl, Brot, jetzt nicht so wirklich. Oder die echt flott weg, das Brot. Bäckerei 216%, ja, die sind auf jeden Fall gut am Ackern da. Das werden wir in der nächsten Folge einfach mal ein bisschen weiter ausbauen. Ich mache jetzt Schluss, wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß weiter, bis gleich und ciao.